Cream Buddy. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das freut mich sehr. Und wer noch nicht in meiner Crew ist, der kann ja gerne abonnieren. Ich lade dich jetzt nicht dazu ein. Dann verpasst du nichts. Ihr könnt auch was schreiben oder Thumbs up. Ihr könnt ja das ganze Prozedere. Okay. Ja, wir starten einfach mal direkt. Ich habe heute nämlich was zum Naschen dabei. Das wird ein reines Naschvideo. Klar, ich klopfe vielleicht mal hier und da irgendwo drauf rum, aber wir konzentrieren uns hier auf diese feine Schachtel. Ich zeige euch mal, was drin ist. Oh, drin befinden sich also eigentlich 12, aber jetzt nur noch 11. Schaumküsse. Na, dann wollen wir die erstmal schön drapieren. Dieser Zebra-Schaumkuss ist, glaube ich, einfach nur schwarz und weiße Schokolade. Dann habe ich hier auch welche mit Dark Chocolate und Kokos. Aber nee, hier, schaut mal da. Da sind so kleine rote Splitter drauf. Ich denke, das muss Cranberry sein. Cranberry. Oh, wie läuft schon das Wasser im Mund zusammen? Weiße Schokolade. So. Oh, hier, das ist. Boah, schwer zu sagen. Das sind so, da so ein bisschen Glitzer drauf. Sieht man gar nicht, gell? Also, es gibt auf jeden Fall einen mit Zartbitter. Zartbitterkokos. Und das hier müsste Stracciatella sein. So. Na, wisst ihr was, ich mache das so rum hier, den schwarzen. Also ist keiner dabei, der normal klassisch ist. Schaut mal, ich habe hier auch ein paar Blümchen gelegt, so als Dekoration. Thank you.
Also der 12. war, also weil die sind alle ohne Alkohol. Ich habe einen geholt, der war Rum, Traubenuss. Und den konnte ich gut von den anderen unterscheiden. Den hat mein Mann gegessen. Ja. Gestern. Ich habe die gestern nämlich geholt. Lecker. Ja, sehr lecker. Waffel unten drunter. Geiles Zeug. Normalerweise stehe ich nicht so auf Schaumküsse. Aber bei so einem Flavor. Ich sag euch schon jetzt, ich esse nicht alle auf. Natürlich noch mit meiner Familie. Das sind einfach so viele, damit es ja fürs Bild schön ist. Das Tolle ist, dass ich vorher aussuchen darf, welche ich esse. Also eigentlich könnte ich alle essen, aber das wäre ja auch krass, wenn ich alle essen würde. Boah, das geht ordentlich auf die Hüfte. Nein, nein, nein. Deswegen. So. Wir waren nämlich gestern in der Stadt ein paar Sachen erledigen. Und ja, und unter anderem waren wir auch im Baumarkt. Also nicht ich, sondern ich und mein Sohn haben draußen gewartet. Und mein Mann ist kurz rein. Das waren zwei, drei Sachen, die er holen musste. Und vor dem Baumarkt steht so ein Schokoladenmobil. Die stehen da immer. Die haben halt diese Schaumküste. Ja. Und ich habe mir schon vor ein paar Wochen gedacht, ich würde gerne mal ein Video damit machen. Ja. Und gestern war es dann spontan soweit, dass ich die geholt habe. Ja. Eigentlich drehe ich nämlich am Wochenende keine Videos. Also in der Regel. Weil das für mich einfach Familienzeit ist. Aber ich kann nicht.
nicht so leicht, sich hier zu entscheiden. Ich glaube, die Lemon-Geschichte, die hebe ich auf. Mandelhonig auch. Davon soll man mal auch probieren. Entweder einen von den beiden. Oder einen mit Kokos. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Mandelkrokant wäre bestimmt auch geil. So viel Süßes kann man dann doch auf einmal nicht essen. Ich finde schon drei auf einmal zu essen ziemlich krass. Leichtes Mandelaroma. Mit Zartbitterschokolade. Und halt den Mandelkrokant außenrum. Also ist lecker. Aber ich habe es mir irgendwie so ein bisschen intensiver vorgestellt. Macht schöne Sounds, gell? Die Geräusche sind mit dem Schaum sehr cool. Thank you.
an euch.